werden wir an der NASA herumgeführt, wenn tote Astronauten auferstehen. 73 Sekunden nach dem Start zerbarst dort das Space Shuttle Challenger 23. Krass. Mindestens 6 der 7 Challenger-Besatzungsmitglieder sollen noch am Leben sein. What the fuck? Jetzt gehen wir rein in die Recherche, Digga. Sind wir da, oder was? Sie heißt genau gleich, sie hat dasselbe Aussehen und sie hat dieselbe Stimme wie die verunglückte Space Shuttle-Astronautin. Nach Augenzeugenaussagen von NASA-Insidern soll die NASA nicht nur in einigen, sondern in allen Dingen gelogen haben. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut, meine lieben Freunde. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen, was heißt, werden wir an der NASA herumgeführt, wenn tote Astronauten auferstehen. Ich bin gespannt, was hier passiert, ja? Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Wir gucken uns das mal an. Wurde natürlich auch in den Discord reingecheckt. Checkt unten in der Beschreibung den Link ab, Discord. Da könnt ihr eure Videovorschläge reinfetzen. Auf entspannt und wir gehen rein ins Video. Werden wir an der NASA herumgeführt? Ist schon cool, Digga, ne? Ist schon ein cooler Spruch auf jeden Fall. Sie 40 Jahre oder älter sind, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich an den 28. Januar 1986. Es war der Tag einer... Da war doch eben ein Bruder, der 44 ist, ne? Bro, kannst du dich noch erinnern an den Tag? ...großen NASA-Katastrophe vor der Küste von Cape Canaveral, Florida, um 11.38 Uhr Ortszeit. 73 Sekunden nach dem Start zerbarst dort das Space Shuttle Challenger 23... Krass. ...in einer gewaltigen Explosion über dem Atlantik. Alle 7 Besatzungsmitglieder wurden getötet, einschließlich der 5 NASA-Astronauten und der 2 Nutzlastspezialisten. Rest in Peace. Das ist halt krass, wenn das wirklich fake alles ist und wenn die nie auf den Mond gehen konnten und diese ganzen Raketensachen dann auch fake sind, was halt irgendwie schwierig zu glauben ist, so, dann sind dafür aber trotzdem einfach Menschen draufgegangen, weißt du? Das ist hart. Millionen von Amerikanern, 17% der Gesamtbevölkerung, beobachteten den Start live im Fernsehen wegen der Nutzlastspezialistin Christy McAuliffe, der ersten Lehrerin im Weltraum. Die Medienberichterstattung über die Explosion war umfangreich. Eine Studie besagt, dass 85% der befragten Amerikaner innerhalb einer Stunde nach dem Unfall davon gehört hatten. 85% der Amerikaner haben innerhalb einer Stunde davon gehört. Ich will mal wissen, wie das bei 9/11 war. Bestimmt ähnliche Zahlen, oder? Die ganze Welt stand unter Schock. Eine ganze Welt nahm teil. Wo auch sehr viele Menschen draufgegangen sind für... Man weiß es nicht genau. Um es mal vorsichtig auszudrücken an der Stelle. Der Trauer und Abdankung der Space Shuttle Opfer. Grund der Explosion, Fehlfunktion einer O-Ring-Dichtung im rechten Feststoff-Raketenbooster. Das Shuttle hatte kein Schleudersitzsystem und der Aufschlag der Mannschaftskabine auf der Meeresoberfläche war zu heftig, um ihn überleben zu können. Die Katastrophe führte zu einer 32-monatigen Pause im NASA-Shuttle-Programm und zur Bildung der Rogers Commission, einem speziellen von Präsident Ronald Reagan ernannten Ausschuss, um den Unfall zu untersuchen. Dies sind die Namen der 7 Besatzungsmitglieder der Challenger. Erstens Francis Richard Scobie, Commander. Zweitens Michael John Smith, Pilot. Drittens Ronald McNair, Mission-Spezialist. Viertens Alison Onizuka, Mission-Spezialist. Fünftens Judith Resnick, Mission-Spezialist. Sechstens Gregory Jarvis, Pilot-Spezialist. Wann war das? 80er hat er gesagt, ne? Siebtens Christa McAuliffe, Pilot-Spezialist. Und nun das Unglaubliche. Ein bekanntes Sprichwort sagt, was aussieht wie eine Ente, klingt wie eine Ente und sich auch verhält wie eine Ente, das ist wahrscheinlich auch eine Ente.
Wichtig, meine Freunde. Das ist ein Zitat. Der Weltatem kommt in dieser Sache zum zweiten Mal zum Stocken. Nur, dass der jüngste Schock denjenigen vor 30 Jahren übertrifft. Mindestens 6 der 7 Challenger-Besatzungsmitglieder sollen noch am Leben sein. What the fuck? Tschüss, Digga, vergleich mal die Bilder, Bro. Jetzt gehen wir rein in die Recherche, Digga. Sind wir da, oder was? Ne? Sind wir da? Von ihnen sogar unter gleichem Namen. Und hier die zu prüfenden Argumente. Francis Richard Scobie, Kommandant der Raumfähre Challenger. Francis Richard Scobie wurde am 19. Mai 1939 geboren und war damals der Kommandant der Raumfähre Challenger. Genau 30 Jahre nach dem Absturz der Challenger wurde er als CEO von Cows and Trees entdeckt. Cows and Trees war und ist heute noch eine Marketingwerbefirma in Chicago. Wenn Sie mal diese beiden Bilder hier betrachten, fallen Ihnen doch auch bestimmt mindestens 3 Dinge auf, die sich hier sehr ähneln. Zum einen diese gleich hohe Stirn und die gleichen Augenbrauen und auch die Augen. Und der heißt einfach gleich, oder was? Das kannst du dir nicht ausdenken. An äußeren Ecken leichten. Wir sind da, Bro. Wir sind da. Unten zeigen. Und das alles noch unter seinem zweiten Vornamen Richard und gleichem Alter. Das rechte Bild von CEO Richard Scobie findet man auch unter seiner LinkedIn-Seite. Die versuchen nicht mal, das richtig zu vertuschen. Was ist das denn? Wenn man die Cows and Trees Webseite besucht, und das habe ich hier mal gemacht, stößt man auf eine Animation mit einer raketengetriebenen Kuh. Und der verwirbelte Staub formt die Zahl 6. Das Ganze erinnert doch sehr stark an die Space Shuttle Challenger im Fernsehen, als es mitten in der Luft explodiert ist. Wie schwarz wäre denn so ein Humor? Michael J. Smith, Pilot der Challenger. Am 30. April 1945 geboren, war der Pilot der Challenger. Michael John Smith, 41 Jahre. Eine gute Präsentation rausgeknallt, die Jungs. Da haben sie richtig Mühe gegeben. Das sieht aus wie so ein Uni-Projekt ein bisschen. Alt, als er vor 30 Jahren bei der Explosion ums Leben kam. Der Mann auf dem Bild rechts heißt ebenfalls Michael John Smith und er ist genau 30 Jahre älter. Seine Ähnlichkeit mit dem Astronauten Michael John Smith ist absolut. Die gleichen horizontalen Augenbrauen, die gleichen grau-blauen Augen. Die gleiche vertikale Vertiefung auf der Nasenspitze. Wir sprechen hier von einem emeritierten Professor für Industrie- und Systemengineering an der Universität von Wisconsin-Madison. Die E-Mail-Adresse von Michael John Smith lautet mjsmith@k.wisc.edu. Krass, Digga. Wild. Ronald McNair, Missionsspezialist der Challenger. Müsste man jetzt, also wenn man richtig recherchieren würde jetzt, muss ich ganz ehrlich hier zugeben an der Stelle, würde man jetzt die Sachen auch nochmal nachgoogeln und gucken, ob das wirklich so war und wer die Insassen waren und ob die immer noch da sind und so. Aber ich finde das schon ein bisschen crazy hier gerade an der Stelle. Der am 21. Oktober 1950 geborene Ronald McNair war der 2. afroamerikanische Astronaut mit einem Doktortitel in Physik. Der 66 Jahre alte Carl McNair, rechts im Bild, sieht genauso aus, wie Ronald heute aussehen würde. Diese Tatsache fiel eines Tages einigen amerikanischen Bürgern auf. Als man ihn auf seine verblüffende Ähnlichkeit mit Ronald McNair ansprach, soll dieser spontan geantwortet haben, er sei der Zwillingsbruder des verunglückten Astronauten. Weil die Ähnlichkeit in jeder Hinsicht allzu verblüffend war, zweifelten erste Mitbürger an dieser Behauptung. Um aber nicht leere Behauptungen in die Öffentlichkeit zu setzen, begannen sie zu recherchieren. Bis anhin war nicht bekannt, dass der verstorbene Ronald McNair einen Zwillingsbruder hatte. Über Carl McNair ließ sich alles Mögliche herausfinden, so zum Beispiel, dass er Autor, Bildungsberater und ein inspirierender Redner ist, dass er Gründer und ein inspirierender Redner an der Stelle, ja, Freunde. Emeritierter Präsident der Ronald E. McNair Stiftung ist, die er eigens zu Ehren seines verunglückten Bruders gegründet hat. Nur eines ließ sich zum Zeitpunkt der damaligen Recherche nicht herausfinden. Vor 1986 datierte Hinweise auf einen Bruder von Ronald McNair mit Namen Carl.
Ich habe auf Ancestry.com nach einem Carl McNair gesucht, der behauptet, der Bruder des Astronauten Ronald McNair zu sein. Carl S. McNairs LinkedIn-Seite sagt, dass sein Geburtstag der 16. Dezember wäre. Die Wikipedia-Seite für Ronald McNair besagt, dass seine Eltern Carl C. und Pearl M. McNair sind. Also durchsuchte ich Ancestry.com nach allen Geburts- und Taufaufzeichnungen für einen Carl McNair, der am 16. Dezember geboren ist und dessen Vater Carl McNair und dessen Mutter Pearl McNair heißt. Das Ergebnis der Suche? Nur ein Datensatz in den Geburtsurkunden von Texas von 1903 bis 1932, nämlich der von Herschel John McNair, geboren am 12. Oktober 1912 in Rosewood, Upshore, dessen Vater William McNair und dessen Mutter Pearl McNair hieß. Mit anderen Worten, laut Ancestry.com existiert kein Carl McNair, Bruder von Ronald McNair. Hier ist der Screenshot, den ich von Ancestry.com gemacht habe, mit der Zeit und okay, die haben wirklich mies recherchiert. Datum in der rechten unteren Ecke. Nur um sicher zu gehen, wiederholte ich Suche nach Carl McNair. Habt ihr schon öfter mal gehört mit dieser ganzen NASA-Geschichte, dass NASA auch alles ein Scam sein soll, etc. pp. Aber das wäre halt so heftig, weißt du, wie ich meine so? Ich weiß nicht, Digga, was sagt ihr dazu? Ja, diesmal beschränkte ich die Suche auf Carl McNair, dessen Vaters Nachname auf McNair und der Vorname der Mutter auf Pearl lautet. Ich fand keinen Carl McNair, dessen Vaters Name auf McNair lautete und dessen Mutters Vorname Pearl war. Alison Onizuka, Missionsspezial. Greenscreen, schreibt einer. Also bei der ersten Mondlandung, da sage ich dir ehrlich, da bin ich auch sehr skeptisch so. Aber dass sie das nicht danach irgendwann mal hinbekommen haben und das ganz komplette NASA-Ding ein Scam ist und das alles Verarsche ist und so, ist halt crazy, Bro. Blender. Ein weiterer Missionsspezialist der Challenger. Alison Onizuka, der erste japanisch-amerikanische Astronaut. Auch ihn glaubte man nach der Challenger-Katastrophe lebendig in der Öffentlichkeit wieder entdeckt zu haben. Auf die Anfrage, wie in aller Welt er am Leben sein könne, soll er sich mit der Antwort verteidigt haben? Er sei eben Claude, der Zwillingsbruder des tödlich verunglückten Astronauten Alison Onizuka. Auch seine Behauptung kam nicht glaubwürdig rüber, sodass ich mit... Alle auf einmal Zwillingsbrüder am Start, wa? ...zu einer Recherche über einen Zwillingsbruder des Astronauten aufmachten. Der Astronaut Alison Onizuka war am 24. Juni 1946 in Hawaii geboren. Kein Geburtenverzeichnis erhielt zum Zeitpunkt jener Recherche ein Zwillingsbruder Claude. Nun soll Claude behauptet haben, er sei der jüngere Bruder von Alison Onizuka. Wenn Alison heute noch am Leben wäre, würde er genau wie auf diesem Bild seines jüngeren Bruders Claude aussehen. Die gleichen Augenbrauen, die gleichen Augen, die gleichen Krähenfüßen Falten, die gleiche Nase, sogar der gleiche Scheitel. Claude Onizuka ist ein Vorstandsmitglied der Abteilung für Alkoholkontrolle im County of Hawaii in Hilo, Hawaii. Ich habe auf Ancestry.com auch nach Geburtsurkunden eines Claude Onizuka gesucht, dem angeblichen Bruder. Ich mach ein bisschen schneller, Digga, mein Rücken macht nicht mehr mit. Alison Onizuka. Laut dem Wikipedia-Eintrag über Alison Onizuka war sein Vater der kürzlich verstorbene Masamitsu Onizuka. Seine Mutter ist Mitsu Onizuka. Ergebnis der Suche. Ihre Suche nach Claude Onizuka ergab 0 positive Übereinstimmungen. Hier die Ablichtung aus dem Geburtenregister. Nur um sicher zu gehen, wiederholte ich meine Suche nach Claude Onizuka, diesmal ohne die Namen der Eltern anzugeben. Es sind 36 Ergebnisse, niemand davon ist Claude Onizuka. Der Gemmo sagt aber, das ist zu offensichtlich, viel zu offensichtlich. Was meinst du jetzt gerade? Was meinst du mit zu offensichtlich? Was da gerade alles passiert und ja, aber was, wie erklärst du dir das denn alles so? Was glaubst du denn? Mit anderen Worten, laut Ancestry.com wurde... Dass man den Leuten keine neue Identität gegeben wurde. Ja, Bro, aber ja klar, aber was denkst du denn jetzt dann, was dahinter steckt quasi? Weißt du, was ich meine? So, weil der Fall, dass das Ding abgestürzt ist und dass die Leute alle genauso gleich aussehen, das ist ja Facts, Bro. Also anscheinend.
und je in den Vereinigten Staaten geboren, dessen Name Lord Onizuka lautet. Judith Resnick, Missionsspezialistin der Challenger. Judith Arlene Resnick, geboren am 5. April 1949. Was gibt es Wichtiges zu ihr zu sagen? Mit einem Doktortitel in Elektrotechnik war sie die Missionsspezialistin der Challenger. Sie war die zweite weibliche amerikanische Astronautin und die erste jüdisch-amerikanische Astronautin überhaupt, die in den Weltraum flog. So, und jetzt... Sogar die Girly-Vibes rausgesucht, ja? Interessant. Denn an der Yale Law School befindet sich der Lehrstuhl von einer Professorin, die ebenfalls Judith Resnick heißt. Okay, gut, das kann ja mal passieren, der gleiche Name. Beachtlich ist aber, dass sie nicht nur genau 30 Jahre älter als die vor 30 Jahren verunglückte Astronautin Judith Resnick ist. Sie heißt genau gleich, sie hat dasselbe Aussehen und sie hat dieselbe Stimme wie die verunglückte Space Shuttle Astronautin. Und was macht sie nun an der Yale Law School? Dort ist sie die Arthur Lehman Professorin des Rechts. Und jetzt noch einmal zurück zum Vergleich. Genau wie die Astronautin Judith Resnick hat diese Professorin dunkles, lockiges Haar. Sie hat dunkle Augen. Die gleiche Augenbrauenform und die gleichen Linien auf beiden Seiten des Gesichts, die von der Kinnlade nach oben gehen. Was sehen wir noch? Beide haben exakt denselben Mund und dieselben Blicke und Gebärden. Oder hier noch ein anderes Foto zum Vergleich. Wenn wir hier den Mund anschauen. Bei beiden Judith Resnicks formt sich beim Sprechen die Oberlippe so zu einer kleinen Spitze. Sehen Sie das? Und sind das lauter Zufälle? Nachfolgen zwei aufwendige Recherchen über Judith Resnick als Zeugenberichte. Wer die Stimme der Astronautin Judith Resnick vor 30 Jahren und der Professorin Judith Resnick miteinander vergleicht, der kommt zur Überzeugung, es handelt sich um ein und dieselbe Frau. Hören wir darum abschließend mal in den Stimmvergleich hinein. Judith Resnick vor und nach 30 Jahren. Well, I too am glad to be here one more time. And I am hoping that the affliction that Steve Hawley had from the 41D mission specialist of the delays hasn't rubbed off on me. And there were fewer than 40 federal judges around the United States, and they didn't need a building of their own. They were tucked into facilities like this. And of course, what the U.S. government did was this was a form of tax. And ist schon wild. In hospitals, healthcare. I think the guys behind me are hoping that it hasn't also, otherwise they might throw me off. Of course, is the Civil War, and with the Civil War and the North conquest of the South. Otherwise they might throw me off the flight. U.S. federal government owned about, and I will now introduce about 50 buildings, buildings around the entire hoping that it has, United they might States. Throw me off. Die Katz, Digga, heftig. Entspringen all diese Ungereimtheiten lauter Zufällen? Oder zeigt sich hier ein Weltbetrug unermesslichen Ausmaßes? Also der Betrug ist auf jeden Fall wirklich unermesslichen Ausmaßes, wenn du überlegst, ja, das, wenn das alles ein Scam ist, Bro, dann muss man echt wirklich alles nochmal hinterfragen, weißt du? Was ich sowieso schon tue, weil viele Dinge, die angeblich kein Scam gewesen sind, auch als Scam sich rausgestellt haben, sodass man wirklich so, also, das ist schon crazy, ja, was soll ich dir sagen? I don't know. Wer kennt Eddie Bravo? Kennt einer von euch Eddie Bravo? Man darf die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln. Sharon Krista McAuliffe, Nutzlastspezialistin der Challenger. Am 2. September 1948 wurde die verunglückte Challenger-Astronautin Sharon Krista McAuliffe geboren. Sie war Sozialstudienlehrerin an der Concord High School in New York. Der von Joe Rogan, ja genau, der Digga, der habe ich mir nämlich hier noch letztens ein Ding reingezogen. Der ist ja auch so voll auf den Anti-NASA-Vibes unterwegs, aber der erzählt halt auch Sachen so mit Erde flach und so, wo ich dann auch wieder ein bisschen raus bin, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, ja. Also, und der hat auch Theorien von wegen, dass der ganze Himmel fake ist und das alles nur eine Projektion ist, ein Projektor ist quasi und so, dass es gar keinen Himmel gibt eigentlich, weißt du, was ich meine und so, das ist dann schon ein bisschen wild, Bro, weil ich spüre den Mond, ich weiß, dass der Mond echt ist auf jeden Fall. Als sie unter mehr als 11.000 Bewerbern dazu ausgewählt wurde, beim NASA-Projekt Teachers in Space mitzumachen. Wenn die Challenger nicht explodiert wäre, wäre sie die erste Lehrerin im Weltraum gewesen. Wenn sie nicht bei der Challenger-Katastrophe gestorben wäre, wäre McAuliffe heute 68 Jahre alt. Im Zuge der Recherche über den Space Shuttle-Betrug fand sich auch für Sharon McAuliffe ein exaktes Double mit analogem Aussehen und man höre und staune mit gleichem Namen. Jemu hat die Nachricht sofort gelöscht.
Cemo, bleib doch cool, Bro. Das ist seine Meinung, Digi. Einer sagt, er ist flach, Cemo löscht die Nachricht, aber instantly. Berechnet man die 30 vergangenen Jahre mit ein, dann sieht die außerordentliche Professorin an der Rechtsfakultät der Syracuse University genau wie die Astronautin mit McAuliffe aus. Sie hat nicht nur dasselbe Aussehen und exakt entsprechende Alter. Man beachte auch Details wie etwa ihren Haarwirbel, der von der Mitte ihrer Haarlinie zur linken Seite ihrer Stirn verläuft. Genau diese Anwältin, Sharon A. McAuliffe, die auch an der Syracuse Law School im Bundesstaat New York tätig ist, ist auch Cousine des Gouverneurs Terry McAuliffe von Virginia. Der wiederum hat sowohl die Wiederwahl Clintons als auch die Wahl seiner Frau Hillary als Vorsitzender der Kampagne unterstützt. Außerdem hat er sich für die Unterstützung der NASA eingesetzt, auch gerade was den Raketenstartplatz auf der Insel Wallops in Virginia im Atlantik angeht. Bei all diesen Recherchen gilt es vor allem Folgendes festzuhalten. Es wäre eine Sache, wenn ein einzelnes Besatzungsmitglied der Challenger jemandem ähnelt, der heute am Leben ist. Das könnte man als bloßen Zufall abtun. Eine ganz andere Sache ist es jedoch, wenn gleich 6 Mitglieder von ein und derselben Challenger-Besetzung Doppelgänger besitzen, die in ein und demselben Land leben und in nicht weniger als 4 Fällen sogar mit genau denselben Namen aufwarten. Die ungefähre Schätzung eines Physiklehrers fasst diese Wahrscheinlichkeit mit folgenden Zahlen und Bildern zusammen. Mithilfe einer Binomialverteilung kann ermittelt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Ereignis mit dieser Wahrscheinlichkeit 4-mal innerhalb von 10 Jahren auftritt. Grob abgeschätzt führt das auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 10 hoch minus 160. Als Vergleich, die Wahrscheinlichkeit von Weltraummüll getroffen zu werden, wird von Rechenexperten mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 6 mal 10 hoch minus 13 angegeben. Es ist also wahrscheinlicher, in seinem Leben 7-mal von irgendwelchen Kometenteilen getroffen zu werden, als dass solch eine Konstellation von Doppelgängern zustande kommt. Crazy. Vermutlich ist diese Zahl aber weit. Aus welchen Menschen würde sich die NASA zusammensetzen, wenn sie dazu fähig ist, eine ganze Welt über 30 Jahre hinweg gezielt zu belügen und zu blöffen? Die NASA ist immerhin eine Institution, die jährlich mehrstellige Milliardenbeträge an Steuergeldern und Privatspenden verschlingt. Was bedeutet es, wenn nicht weniger als 4 Elite-Universitäten allein an der weltumspannenden Space-Shuttle-Täuschung beteiligt wären? Fragen wie nachfolgende müssen unbedingt geklärt werden. Wer wäre darüber hinaus noch alles in diesen Betrug verwickelt? Die totgeglaubten Astronauten. Vor allen Dingen, was mich jetzt interessieren würde, ist, was der Hintergrund dafür wäre dann. Weißt du, was ich meine? Warum sollte man das ganze NASA-Ding faken so? Weil, ich meine, was, also das würde mich nochmal richtig interessieren so, wirklich interessieren, was so der Main-Grund dafür ist, warum man sowas faken sollte. Fänden sich immerhin als Juristen, Rechtsgelehrte, Finanzspezialisten und so weiter wieder. Wenn also schon die gesamte NASA Astronauten und Professoren des Rechts, sprich Eliteausbildner von Lehrern und so weiter, an einem Weltbetrug beteiligt wären, wer darüber hinaus dann noch alles? Wo befindet sich der 7. Astronaut? Gregory Jarvis? Ist er noch am Leben? Zur Aufklärung all solcher unendlich weiterer Fragen ist die Menschheit auf ihre eigene Mithilfe angewiesen. Wer immer dazu imstande ist, möge sich an der Aufklärung der in diesem Film angesprochenen Problematik beteiligen. Nach Augenzeugenaussagen von NASA-Insidern soll die NASA nicht nur in einigen, sondern in allen Dingen gelogen haben. Das war doch der technologische Krieg gegen die UdSSR. Ja, Bro, aber meinst du echt, Digga, dafür so weit gehen? Ich meine, der war doch auch irgendwann dann vorbei. Weißt du, was ich meine so? Und dann, NASA gibt's immer noch, Bro. Und NASA, die sind immer noch krass am Abgehen so. Also die gibt's ja immer noch, weißt du, die wurden ja jetzt nicht aufgelöst oder so. Als ich mit diesem Mann von Bellcom sprach und wir über diese Lüge diskutierten, da war alles, was er mir sagte, anders als das, was man uns als Wahrheit vermittelt hatte. Und irgendwann sagte ich dann zu ihm, sag mal, da habt ihr Jungs aber über ziemlich einiges gelogen. Und wie aus der Pistole geschossen, sagte er, nein, wir haben nicht über einiges gelogen. Alles ist gelogen. Nichts davon ist... Wiederholt prahlte die NASA in ihren Werbefilmen damit, dass ihre Raumfahrt Arbeitsplätze schaffe. Allem voran in der Industrie. Die dringendste Frage ist derzeit nur, Arbeitsplätze in welcher Industrie genau? Zumindest in der Raumfahrt scheinen verschiedenste NASA-Astronauten während ihren großen Mond- oder Space-Shuttle-Flügen nicht tätig gewesen zu sein. So zumindest bezeugt es kürzlich ein NASA-Insider, der um seines Gewissens willen den ganzen Weltbetrug, wie er ihn nennt, nicht mehr mitmachen kann. Er spricht davon, dass die NASA nicht nur in einigen Dingen, sondern in sämtlichen Dingen der Welt etwas vorlüge. Weil auch verschiedene andere NASA-Insider Ähnliches bezeugten, machten sich freie Journalisten zu einer Art Nadelprobe auf.
Sie stellten sich mit einer Bibel in der Hand vor all die hochgejubelten Astronauten hin und ließen sie auf die Bibel schwören, dass sie tatsächlich auf dem Mond gewesen seien und der Welt nicht nur etwas vorgelogen hätten. Doch hören und sehen Sie gleich selbst. Wollen Sie, dass ich Ihnen eins überbrate? Eins überbrate? Eins überbrate? Nun, ich möchte, dass Sie bei Gott auf die Bibel schwören, dass Sie auf dem Mond waren. Wenn Sie auf dem Mond waren, dann möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, bei Gott zu schwören, dass Sie den Mond betreten haben. Ich werde Ihnen gleich die Gelegenheit bieten, dass Ihnen der Verstand ausgeprügelt wird und Sie mich... Der Rente, Bruder. Der Verstand ausgeprügelt wird. Also warum fügen Sie das nicht in die Mitschrift mit ein, legen Ihre Hand auf die Bibel und schwören, dass Sie auf dem Mond waren? Naja, dann wird es sicher eine gefälschte Bibel sein, eine gefälschte Bibel sein, eine gefälschte Bibel sein. Sie mögen wohl Abenteuer. Sie sind derjenige, der sagte, dass Sie den Mond betreten haben, obwohl das nicht stimmt. Sie haben die Tatsachen verredens falsch dargestellt. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie sind ein Feigling, ein Lügner und ein Dieb. Ein Feigling, ein Lügner und ein Dieb. Ein Feigling, ein Lügner und ein Dieb. Boah, Digga, hat der meine reingepumpt oder was? Digga, ich küss doch sein Herz. Bro. Sie reden mit... Warum so aggressiv, ja? Falschen Typ. Warum reden Sie nicht mit dem Kopf der NASA? Wir sind Passagiere, wir sind Leute, die auf eine Flugreise gehen. Wir sind Leute, die auf eine Flugreise gehen. Ich schlage keine Leute, aber Sie werden auf dem Boden liegen, wenn Sie jetzt nicht gleich abhauen. Raus hier! Ich schlage keine Leute, aber... Okay, nehmen Sie Ihren Kram verdammt nochmal und hauen Sie ab. Ich sage, das ist ein Haufen Scheiße. Ein Haufen Scheiße. Ein Haufen Scheiße. Ob die Schatten am falschen Fleck sind oder nicht, ich gebe nichts auf diesen Scheiß. 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 Weltraum gefälscht worden. Stanley Kubrick, ne? Hat den Shit gefilmt, oder? Gefälscht? Genau. Oder wie hieß der nochmal? Eine unbearbeitete Tonaufnahme aus einer Quelle des Johnson Space Center. Absoluter Blödsinn. Mr. Cyber, Sie verdienen keine Antwort. Wenn Sie das öffentlich zeigen, haben Sie eine Gerichtsverhandlung am Haken, okay? Gerichtsverhandlung am Haken, Gerichtsverhandlung am Haken, okay? Ja, Digga, die Bearbeitung ist jetzt nicht nice. Auch all diese Reaktionen erhärten den Verdacht, dass hier wirklich in der gesamten NASA etwas faul zu sein scheint. Wo halten sich all diese Astronauten während ihren vorgetäuschten Weltraummissionen auf? Und welche Ziele sollen dadurch verfolgt werden? Nur gerade Urlaub auf Kosten der Steuerzahler und Investoren? Wohl eher nicht. Welche Träume aber verwirklichen all diese Menschen, wenn sie während ihren weltberühmten Mond- und Allflügen gar nicht wirklich in einer Rakete sitzen? Folgende Fragen würden sich daher der Weltöffentlichkeit stellen. Wie viele NASA-Weltraumbilder sind dann echt? Welche der Bilder sind gefälscht? Stimmt das gesamte Weltbild der Wissenschaft nicht? Welche Wissenschaftszweige lügen alle mit? Wohin flossen all die Billionen Dollar an Spenden und Steuergelder, wenn sie jahrzehntelang nicht für den vorgegebenen Zweck verwendet wurden? Welche Massenmedien hängen da alle mit drin? Wurden die Massenmedien getäuscht oder sind sie Teil der Täuschung? Welche Weltkonzerne hängen da noch mit drin? Was läuft mit dem Mond, wenn die ganze Geschichte mit der Mondlandung ein Fake war? Wie viele Staatsstellen, Rechtsinstitutionen, Militärs und Sicherheitsdienste hängen da mit drin? Wie viele Universitäten, Fakultäten, Rechtsschulen, Wirtschaftszweige und so weiter hängen da mit drin? Für alle sachdienlichen Hinweise bedankt sich Klagemauer TV im Voraus. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Bertolt Brecht. Krasses Zitat. Also heftiges Video auf jeden Fall an der Stelle, ja? Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? NASA it out, man.